Moskau. Russland-Premiere für die DTM. Nach dem Zeittraining auf dem Moskau Raceway die Ausgangsposition für Audi nahezu perfekt. Mike Rockenfeller startet auf dem besten Startplatz. Matthias Ekström auch in Reihe 1. Skurriler Zwischenfall. Wegen unplanmäßiger Sperrung des Luftraums kann der Rettungshubschrauber am Ende von Q3 nicht starten. Das Shootout fällt reglementbedingt aus. Ich hatte schon schlimmere oder komischere Qualifyings. Letzten Endes ist es nur das Q4. Ich wäre einerseits gerne auf normale Weise um die Pole Position gefahren, aber andererseits hatte in Q3 jeder die gleiche Chance. Rocky und die Rennstrecke. Nach dem Qualifying schon auf Du und Du. Der Moskau Raceway, zu Beginn noch unbekannt, Vorbereitung hier, das A und O. Ja, es ist eine moderne Strecke und sie kommt unserem Auto entgegen. Und mir persönlich auch. Und es macht Spaß, es ist sehr technisch zu fahren, sehr eng und verwinkelt und ist schon sehr anspruchsvoll. Und von daher habe ich mich eigentlich schnell im freien Training wohlgefühlt. Und wohl fühlen sich nicht nur Teams und Fahrer. Auch bei den Fans herrscht beste DTM-Stimmung. Typisch Russland. Glanz und Glamour nicht nur auf dem Asphalt, sondern auch im Fahrerlager. Die Audi-Piloten in Moskau, ehrgeizig und erfolgshungrig. Ich denke, wir haben eine gute Chance, hier unser Potenzial zu zeigen und werden versuchen, ein gutes Rennen zu liefern. Vor Ort Unterstützung für Audi auch durch russische Prominenz. Rennfahrer und Audi-Kundensportler Roman Rusinov tankt mit seinem Audi R8 LMS an der Rennstrecke und drückt den DTM-Piloten die Daumen. Es ist sehr wichtig, dass so eine wichtige Meisterschaft wie die DTM zum ersten Mal an diese Rennstrecke in Moskau kommt. Es ist sehr wichtig für den russischen Motorsport. Jedermann kann nun diesen tollen Autos auf der Strecke zusehen. Die Erwartungen an das Rennen sind hoch. Mike Rockenfeller auf der Pole Position. Das klare Ziel vor Augen. Die Anfangsphase stark, Doppelführung für Audi. Rocky startet auf weichem Rad, hofft auf schnelle Rundenzeiten. Ekström dagegen auf der harten Reifenvariante. Dann der erste Zwischenfall. Molina will an Spengler vorbei, der übersieht ihn offenbar und beide berühren sich. Molina muss seinen Audi R5 DTM abstellen. Ich denke, er hat mich nicht gesehen. Wir hatten eine Kollision, das Auto wurde beschädigt und wir konnten das Rennen nicht weiterführen. Nun auch Reifenwechsel bei Ekström. Der hofft auf schnelle Rundenzeiten, nun auf weichen Reifen. Rockenfeller weiterhin an der Spitze mit souveränen 4 Sekunden Vorsprung. Dann auch Mortara nach mehreren Berührungen mit einem frühen Ende seines Arbeitstages. Es war ein Kontakt mit Wittmann. Wir haben dann entschieden aufzuhören, denn wir hatten keine Pace mehr. Es ist ein bisschen frustrierend. Rocky fährt gute Rundenzeiten auf dem weichen Pneu. Er liegt weiterhin vorne. In Runde 45, Rockenfeller rollt an die Box. Der Boxenstopp vom Team Phoenix makellos. Tom Bay mit starkem Rennen sammelt Führungsminuten und attackiert am Ende sogar noch Farfus für die dritte Position. Tom Bay wird glücklicher Vierter. Ein fantastisches Rennen, keine Fehler von Anfang bis Ende. Ekström nach starkem Rennen am Norrisring in Moskau auf Platz 2. Rockenfeller macht das Rennen, der Sieg in Moskau, sein Dritter in der DTM. Es war natürlich ein wichtiger Sieg, ganz klar. Die Strecke hat uns wirklich gut gelegen. Mir hat es Spaß gemacht, hier zu fahren und deswegen bin ich sehr zufrieden. Ja, für uns natürlich ein super Ergebnis, ganz klar. Dann noch das Rennen zu gewinnen mit dem Mike Rockenfeller, Meisterschaftsführerinnen, ist natürlich absolut perfekt für uns. Mehr hätten wir uns überhaupt nicht erwarten können. Das DTM-Rennen in Moskau. Audi meistert es souverän und hält weiterhin die Führung. Mit 27 Zählern Vorsprung reist Mike Rockenfeller ein klein wenig entspannter zum nächsten Rennen an den Nürburgring.